herzlich willkommen schon wieder zu einem Live. Und ich habe heute gleich, hoffe ich auf jeden Fall, einen Gast, Chrissy. Sie ist Psychologin unter anderem. Und wir beide sind zusammen auf der Selfcare Summit 2024. Da ist sie schon. Und wollen ein bisschen ja, über unsere Arbeit sprechen. Wir kennen uns noch überhaupt nicht, deswegen bin ich mega gespannt. Also die Selfcare Summit um und bei Friederike, die ins Leben gerufen hat, ja, vernetzt und bringt in den Austausch. Ich freue mich sehr und jetzt hole ich sie doch gleich mal dazu. Schauen. Funktioniert. Ist immer wieder spannend hier mit der Technik. Ja! Hallo! Hallo! Herzlich willkommen! Schön, dass es geklappt hat! Finde ich auch. Ja, ich habe ja schon mal angeteasert, wir kennen uns noch gar nicht, deswegen finde ich das super, dass wir jetzt hier gleich mal in den Austausch gehen. Ich weiß bisher nur, du bist auf jeden Fall Psychologin, unter anderem, weil du machst ja noch einiges mehr, habe ich auf deinem Profil gesehen. Deswegen erzähl doch einfach mal, wer bist du, was machst du und dann kommen wir zur Selfcare Summit. Genau. Ich bin Chrissy von der Basis Psychologin. Ich habe gestartet als pferdegestützter Coach und Reittherapeutin und bin dann aufgrund meiner eigenen Mutterschaft und Elternzeit so ein bisschen, habe mich auf die Online-Schiene orientiert und bin sozusagen noch in Ausbildung zur systemischen Supervisorin und bin Mama-Mentorin. Das heißt, meine Arbeit fokussiert sich um das Mama-Sein und geht um das Thema Vereinbarkeit, geht darum, wie kriege ich das alles unter einen Hut, meine eigenen Ansprüche, meine eigenen Ideen, was für alte Glaubensmuster hängen vielleicht drin, welche Vorstellungen von guter Mutter gibt es, wie beeinflusst mich das, und wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten und wie möchte ich auch als Mama sein und mich fühlen? Ja, und was kann ich dazu tun, damit ich das sozusagen ja so auslebe, dass ich glücklich damit bin und letztendlich auch die Kinder und alle. Ja. Ja. Kannst du denn die pferdegestützte Arbeit auch oder die tiergestützte Arbeit generell auch immer noch mit reinfließen lassen, auch im Online? Geht das? Ja, im Online geht es natürlich nicht so exakt so, wie man sich das so vorstellt, pferdegestützt zu arbeiten. Mhm. Tatsächlich mache ich aber zum Beispiel so Walk-and-Talk-Coachings, wo ich mit dem Pferd gehe und alles ist ja über Energie auch miteinander verbunden. Das heißt, die Themen, die ich dann am Telefon zum Beispiel habe, kann ich eins zu eins an der Begegnung mit meinem Pferd auch sehen und da Dinge zum Beispiel mit einfließen lassen. Und ansonsten, ja, habe ich ein Pferdemädchenherz und die Pferde sind irgendwie immer dabei und ich lerne auch immer ganz viel davon, also ne, von meinem Umgang mit den Pferden. Und natürlich kann es kombiniert werden. Also wenn ich jetzt nicht rein online arbeite, sondern auch offline in Kombi, dann kann das Pferd als wirkungsvolles Medium dazukommen. Ja, das finde ich total spannend. Ich habe überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit tiergestützter Therapie. Und scheue mich auch immer, diese Module zu unterrichten. Ich bilde ja Heilpraktiker für Psychotherapie aus, wenn denn da mal irgendwas in die Richtung mit im Lernfeld ist, weil da bin ich einfach ja nicht geschult drin, da kann ich kein Wissen weitergeben. Das gebe ich dann gerne mal weiter. Ja, und jetzt die Selfcare Summit. Du bist mit dabei. Was ist denn dein Beitrag und wie bist du zur Selfcare Summit gekommen? Weil ich kenne Friederike jetzt schon, oh Gott, 4 Jahre. Und es ist jetzt quasi schon das 3. Heimspiel hier. Deswegen freue ich mich über neue Gesichter. Voll schön. Ja, ich habe tatsächlich über eine Empfehlung davon erfahren, über ein Business-Mama-Netzwerk sozusagen. Und habe gedacht, das ist ja super, weil tatsächlich ist Selfcare und Selbstliebe eines meiner großen Basisthemen, sage ich mal, weil letztendlich alles darauf basiert. Also ne, je stabiler da das Fundament ist, umso besser kann ich auch meinen Alltag gestalten und kann irgendwie für mein eigenes Glücklichsein losgehen. Und das Thema, was ich, womit ich an den Start gehe, ist demnach natürlich auch irgendwie ja, das Glücklichsein als Mama, Selbstliebe im Mama-Alltag und auch das gute Muttergefühl. Also genau. Ich glaube, bei diesem guten Muttergefühl, was ist denn eine gute Mutter, wie darf ich mich denn da fühlen, was muss ich dafür tun, das kennen jetzt alle Mütter, die zusehen. Ich selber bin 4-fach Mama.
Mein großes Kind tatsächlich schon richtig groß, wird heute 21. Ich mache das also schon ein paar Jahre. Und ich kenne Herzlichen das Glückwunsch. wirklich, ja, danke. Und ich kenne das wirklich nur zu gut, dass ich auch immer gedacht habe, so am Anfang, gerade beim ersten, ist ja jetzt schon eine Weile her, aber wenn ich das so reflektiere, dachte ich, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ne? Sie kommen ja ohne Bedienungsanleitung. Ja, und jedes Kind ist tatsächlich auch anders von meinen Vieren, wo ich auch immer wieder neu dann denken musste, ja, okay, und jetzt? So, wenn man gerade gedacht hat, ich habe es jetzt raus, vielleicht kennst du das auch, ne, oder unsere ZuschauerInnen, jetzt habe ich verstanden, wie der Hase läuft, dann ist das mit dem nächsten völlig anders und ja. Also super spannend und dieses wirklich auch Self-Care für Mütter. Jetzt hast du ja auch von Vereinbarkeit gesprochen. Wie lange bist du schon selbstständig? Tatsächlich bin ich gerade in der Voll-Selbstständigkeitsgründung und Mega. habe den Antrag auf Gründungszuschuss quasi am Laufen. Ich hoffe also ab Ende diesen Monats oder nächsten Monat voll machen. Insgesamt tue ich das seit 2020 nebenberuflich. Genau. Und Ja. ja. Und wie hat das bis jetzt so mit der Vereinbarkeit geklappt? Ja, ich sag mal so, das ist ein wilder Ritt, so wie das Mama sein. Ja, absolut. Und vorher warst du angestellt? Teilzeit, genau, Teilzeit angestellt, Teilzeit selbstständig. Und Vereinbarkeit baut sich immer um das Kind, um das, was gerade geht, drumherum. Wir hatten zum Beispiel ganz lange keinen Betreuungsplatz in Aussicht und es war auch nicht absehbar, wann, was, wie, ob. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine Weiterbildung zur Supervisorin mit Kind gemacht die ganze Zeit, was dann, wenn sie als sie mobiler wurde, halt auch herausfordernder war, weil sie dann natürlich nicht mehr nur ne, sich leicht beschäftigen ließ, sondern gucken wollte, was da am Rechner passiert und dann wollte sie drauf rumtippen und all diese Dinge. Und auch mit der Reittherapie. Am Anfang hatte ich sie in der Trage einfach dabei und das lief ohne Probleme. Je mobiler sie selber wurde, desto schwieriger natürlich, weil das dann langweilig war. Musst du dann schauen, wo ist denn das Kind so? Ja. Ja, also es Mama sein an sich ist ja schon ein Ritt. Und bedarf Self-Care vor allem bei uns Müttern, denn wie sollen wir denn für andere sorgen, wenn es uns nicht gut geht? Das ist ja auch in diversen Branchen so. Ich komme ja aus der Krankenpflege und war über 20 Jahre in der Psychiatrie. Was ich die Pflegekräfte immer habe jammern hören, ähnlich wie Mütter auch, viele Mütter, ich habe keine Zeit für mich, ja, dann darfst du sie dir nehmen. Ja, super, super Unbedingt, spannend. bitte. Ne? Und gerade im Gesundheitssystem, ne, wo man irgendwie davon ausgeht, dass es ja sinnvoll wäre, dass da ein Vorbild, Vorleben auch irgendwie vorherrscht. Aber das, ja, das System ist dafür nicht ausgelegt. Und ich glaube, wir haben auch, also so die Mütter der neuen Generation, sage ich mal, haben auch ein bisschen die Aufgabe, mit diesem alten Mama-Bild zu brechen und dann neue Normale, ne, neue Standards zu legen, Ja, total. weil das so nicht funktioniert, wie das in unseren Köpfen im Unterbewusstsein noch festhängt. Ja, Und und da sehe ich auch immer ganz viel noch so diese klassische Rollenverteilung auch, ne? Die mag da natürlich auch noch mit reinspielen, weil ich kenne das noch, auch wenn meine Kinder jetzt keine Nachmittagsbetreuung und so mehr brauchen, weil die relativ groß ja alle sind. Ich weiß noch, es wurde immer zuerst meine Nummer angerufen, wenn irgendwas war. Warum? Also wir waren ja. immer beide berufstätig und trotzdem wird immer die Mama zuerst angerufen. Das ist also, ja, ist noch so ein Phänomen. Und auch wer geht zum Arzt mit dem Kind? Jetzt gerade hier mein zweitgrößter 17-Jähriger musste zum Arzt. Wer fährt hin? Die Mama natürlich. Und jetzt noch mal mehr, weil die Mama ist ja selbstständig. Die kann ja noch einfacher jetzt ihre Termine verschieben, ne? Dass ich damals aus dem Krankenhaus kommen musste dann. Und da sind ja noch vielleicht andere Kolleginnen, die einspringen können. Wer springt denn in meiner Selbstständigkeit jetzt ein? Hier ist Ja. keiner. Aber es ist immer noch total klar, ja, das Kind hat was, dann fährst du mit dem zum Arzt. Ja, wir hatten das auch letztens. Sie hustet so ein bisschen und die Frage war, ob sie denn so zur Kinderbetreuung gehen kann. Und ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, wäre ich angestellt, würdest du mir diese Frage nicht stellen. Diese Frage würde sich nicht stellen. Und das wurde mit Zustimmen sozusagen Ja. hingenommen und die Frage stellte sich nicht mehr. Aber das Nee, ist genau der Punkt. deswegen finde ich das so spannend, was du jetzt für Erfahrungen machen wirst von angestellt zu selbstständig. Also vorher fand mein Arbeitgeber das natürlich auch nicht toll. Ich bin seit 2018 nebenberuflich selbstständig gewesen und seit 2 Jahren jetzt hauptberuflich. Gut, jetzt sind meine Kinder ja auch noch größer geworden. Aber damals war es auch,
Ja, da konnte ich auch nicht alles stehen und liegen lassen auf Station, ne? Wenn die krank waren oder so. Und aber mit der Selbstständigkeit wird tatsächlich noch mehr Flexibilität von mir erwartet, was ich, also hätte ich nicht gedacht. Ja, naja, und also tatsächlich ist das ja auch ein Grund dafür, dass ich das mache, ne? Natürlich ist Genau. Flexibilität und Dinge so für sich auch entscheiden zu können ein riesiger Faktor, aber halt ein zweischneidiger Faktor, weil damit einhergeht, dass ich einfach auch noch besser auf mich achten muss, zum Beispiel. Und da sind wir Ja. wieder das Healthcare Summit. Was gibst du denn für einen Impuls rein? Machst du einen Workshop oder hast du ein Interview mit Friederike gemacht? Es gab ja verschiedene Formate, die wir auswählen konnten. Ich habe eine Art Workshop. Also ich ja, habe einen Vortrag letztendlich vorbereitet und im Anschluss gibt es die Möglichkeit, über einen Fragebogen nochmal tiefer für sich auch einzusteigen und so eine Art Selbstanalyse zu machen und dann auch in einem direkten Gespräch das auszuwerten und so erste Schritte für sich zu finden. Also, ne, wo stehe ich mit meiner Selbstliebe, mit meinem Selfcare im Alltag, welche Möglichkeiten gibt es da und was, ja, was müsste anders sein, damit es mir mit all dem besser geht. Und ja, ich freue mich mega drauf. Es sind super viele Ja, spannende Speaker dabei auf und jeden es ist wirklich Fall. viel Input für die An Teilnehmerinnen. welchem Tag bist du dran? Es gibt ja jeden Tag so ein übergeordnetes Motto, sag ich mal. Am Mittwoch bin ich Am dran. Mittwoch. Am Mittwoch. Okay, und ich mache quasi den krönenden Abschluss dann am Freitag mit ganz, ganz vielen anderen wunderbaren Menschen. Und als ich die Liste gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, Friederike, das war ja auch mal jetzt eine Entwicklung. Wenn ich noch so an die erste Summit damals denke, ach, so schön und ganz viele tolle neue Menschen. Ich stelle den Link natürlich gleich, der kostenfrei ist, in die Kommentare. Die Selfcare Summit, ein Programm, nein, 5 Tage. Self-Care, ja, ohne Ende. Das ist mal was anderes als sonstiges Streamen. Und 24 Stunden sind immer unsere Workshop-Impulse bzw. die Interviews ja live verfügbar dann. Und das Aufzeichnungspaket kann man auch für kleines Geld erwerben. Wer denn aus Zeitgründen, jetzt nochmal an die Mamas, das nicht schafft, also ich würde es nicht schaffen, auch ohne Mama da sein und ohne Selbstständigkeit, mir all diese wunderbaren Menschen am Stück innerhalb von 24 Stunden anzuschauen. Ich bräuchte da auch die Aufzeichnung in diesem Sinne. Ja, unbedingt dabei sein und alle Mamas, bitte achtet immer auf euch zuerst, damit ihr gut für die Kleinen sorgen könnt und die Großen natürlich auch. In diesem Sinne habe ich nämlich hier jetzt noch einen Kaffee, der nicht geschafft wurde zu trinken heute Morgen. Da kommt die Pflegekraft dann wieder in mir durch. Liebe Chrissy, ich danke dir ganz herzlich für den Austausch Ja, danke und ja, dass dir. wir zusammen diese großartige Healthcare Summit gestalten können. Freue mich auch. Ja. Kommt alle vorbei, schaut rein, nehmt irgendwas von euch mit. Es gibt von A bis Z für jeden Nachher irgendwas. hier rein. Ja. Ja. Ich wünsche dir und unseren Zuschauerinnen einen ganz, ganz tollen Tag. Und macht es gut. Tschüss. Danke. Tschüss.